Moin zusammen. Ungefähr ein Jahr hat es gedauert, bis Honda einen Rückruf durchgeführt hat, um ein Problem beim Laden zu beheben. Und ich bin heute mal hier, um zu testen, ob man tatsächlich fehlerfrei an den Tesla Supercharger laden kann. Das hier sind die Supercharger V3, erkennbar an dem einen Ladekabel. Die V2 hatten noch zwei Ladekabel und die V4 sind dann die geschlossene mit einem langen Kabel. Letztendlich habe ich dann schon mal die App aufgerufen. Ich blende euch das dann gleich mal ein. Das werdet ihr jetzt hier nicht sehen, deswegen werde ich euch das mal einblenden. Ich möchte aufladen. Jetzt muss ich von der Säule mir die Nummer raussuchen. A2 oder 2A, mein Fehler. 2A, Ladevorgang starten. Erst einstecken, dann starten. Ist natürlich falsch gewesen. Zum Starten einstecken. Und was man schon sieht, ist, dass das Kabel relativ kurz ist. Das ist aber normal. Beim Laden bitte so anstecken, dass ihr das Fahrzeug über vorne rechts ladet. Das entspricht dann bei Tesla hinten links. Somit blockiert ihr nur eine Ladesäule und nicht zwei. Schauen wir mal. Ladevorgang wird initialisiert. Und ich sehe jetzt auch, dass er schon mit 27 Kilowatt Ladeleistung lädt. 62% sind im Akku, das kommt hin. Und ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt noch ein paar Minuten laden und dann schauen wir mal, ob ich demnächst nochmal in die Werkstatt muss zum Fehler löschen oder nicht. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ein paar Minuten vergangen sind. Ja, jetzt habe ich auch schon 2,89 Kilowattstunden geladen. Aktuell 1,08 €. Und sobald er bei 3,01 Kilowattstunden ist, fängt er an, auch dann die nächste Kilowattstunde voll zu berechnen. Hier wird also nicht mit Nachkommastellen bei der Kilowattstundenberechnung gearbeitet. Also 99, zack, habe ich jetzt gestoppt. Gerade noch geschafft. Ladevorgang wurde angehalten, 72%. Dann gucken wir mal, aktuelle Fehlermeldung sehe ich jetzt nur, dass die Ladeklappe offen ist. Dann gehen wir mal raus. Also für mich ist es von der Farbe her eher weiß. Ich kann abstecken. So, sorry, ich bin gerade beim Abstecken bzw. Anhängen des Ladesteckers auf die Aufnahmetaste gekommen. Also, so wie es aussieht, haben wir hier kein Problem mehr beim Beenden des Ladevorgangs. Gehen wir mal ins Auto. Und wir sehen, dass kein Fehler angezeigt wird. Das sind doch hervorragende Neuigkeiten. Und mal gucken, was hat er berechnet? Zugeführte Energie 3,0000 Kilowattstunden. Ich hatte ja bei 2,996 gestoppt. Und das waren jetzt 1,62 €, ich glaube 54 Cent. Und hat 7 Minuten und 56 Sekunden gedauert. Ja, was gibt es allgemein noch zu sagen? In einer englischen Gruppe für den Honda e hat jemand immer noch Probleme an den V2 Chargern. Das sind die mit zwei Steckern. Da haben aber sehr viele berichtet, dass es problemlos funktioniert. Ich habe jetzt hier nur keinen V2, an dem ich das erstmal testen kann, und einen V4 gibt es hier auch nicht. Das wäre es jetzt eigentlich schon für das Video, aber da ihr bis hierhin durchgehalten habt, habe ich noch ein kleines Highlight für euch und ich schaue euch nochmal, was ich in Hamburg Feines entdeckt habe. Bis gleich. Ja, und jetzt bin ich hier ganz in der Nähe von mir zu Hause und bin hier bei einer Aral-Tankstelle. Und ihr wisst ja, dass ADAC und Aral Pulte demnächst eine Partnerschaft eingehen. Was jetzt aber neu ist an diesem Standort, ist, dass hier eine Ladesäule ist, die ich so auch noch nie gesehen habe. Hersteller ist VW, da steht doch hinten drauf. Und soweit ich mich richtig erinnere, ist das so, dass da drin Batterien sind, die, glaube ich, so ein bisschen puffern können. Und dementsprechend kann man auch Standorte bedienen, die weniger Ladeleistung anbieten können. Also wenn man dann da ist, kriegt man eine hohe Ladeleistung. Und damit ihr das auch sehen könnt,
Da oben rechts ist das VW-Symbol, ist der Hersteller. Und ja, das ist so die erste Ladesäule dieser Art, die ich hier in Hamburg gesehen habe. Was ein bisschen merkwürdig ist, man soll hier nur laden, wenn das Fahrzeug beim Ladevorgang vollständig innerhalb der Markierung steht. Das ist dann mit dem Honda e ein bisschen schwierig. Ich hatte das beim ersten Mal, als ich hier war, rückwärts probiert. Da kriegst du das Ladekabel gar nicht dran. Und der einzige Weg ist dann halt vorwärts einzupacken. Und selbst das wird dann schon relativ schwierig. Die Menüoberfläche habt ihr vielleicht auch noch nicht gesehen. Da nehme ich euch mal eben mit. Hier haben wir dann ein kleines Display. Ein Touch. Und jetzt wählt man halt den Ausgang. Aber ich habe Glück, der andere scheint wieder defekt zu sein. Ich möchte mit RFID-Karte laden. Hier ist der Kartenleser. Könnte ich aber auch mit EC-Karte halt bezahlen. Bitte das Ladekabel mit dem Auto verbinden. Jetzt geht's halt los. Jetzt muss man sich hier durchquälen. Oh. Und ja, das geht. Berührt allerdings noch so ein bisschen das Auto. Und jetzt kann ich eigentlich hier schon nicht mehr durchlaufen. Jetzt muss ich halt immer außen rum. Gehen wir mal rum. Hat schon geklackt. Prüfe Ladevorgang, wird gestartet. Normalerweise würde ich jetzt vorne am Auto stehen und würde natürlich das Ladekabel unterstützen. Kann natürlich sein, dass es jetzt dann nochmal abbricht, weil ich es gerade nicht hochhalte in ein kleines Stückchen. So, und jetzt sehen wir oben 70%. Unten sehen wir die Zeit und hier sehen wir die Ladeleistung, 32 kW, 26. Ja, und der Standort B, da ist ein kleines Ausrufezeichen, der scheint wieder defekt zu sein. Das ist mir schon aufgefallen, dass das häufiger mal passiert. Oder die, der SOH, der SOC, der eingebauten Batterie, wenn hier wirklich eine drin ist, ist nicht ausreichend genug und kann halt nur ein Auto bedienen. Ja, und jetzt lädt er 71%, hier unten 30 Kilowatt. Und da dachte ich mir, das zeige ich euch auch noch. Achso, oben sehe ich gerade Ara Puls und ID3. Schöne Fernsehwerbung hier. Und das dürfte... Also in meiner näheren Umgebung ist das die erste Ladesäule dieser Art. Kommt gerade keiner. Ich kann noch mal zum Abschluss ein bisschen zurückgehen. Und dann würde ich sagen, okay, Tesla erfolgreich geladen an V3, V2. Denkt dran, es kann sein, dass es nicht bei jedem funktioniert. V4 sollte eigentlich auch bei jedem funktionieren. Bei V2 wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil es da unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Werde ich aber bei Gelegenheit auch noch mal testen. Ja, also, hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.